Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ja, auch mal wieder im Keller. Jetzt legt die Heizung gerade wieder los. Ich hatte eigentlich gehofft, nachdem es jetzt ein bisschen wärmer geworden ist, kann man auch mal wieder im Keller sitzen, weil die Heizung nicht dauernd am und ähnliches. Aber egal. Ich habe hier einen Schuh. Gerüchten zufolge soll es Leute geben, die davon sogar zwei haben. Aber ich nicht. Ich habe hier einen Schuh. Nein, ich habe natürlich auch noch einen zweiten Schuh. Luxus. Luxus. Und genau genommen ist es kein Schuh, sondern ein Stiefel. Langzeit-Review, Langzeiterfahrung mit diesen Schlappen hier, das sind die Hangwack Ferrata. Durchaus ein Klassiker, da gibt es sicherlich häufig Leute, die mit denen schon rumgelaufen sind. Der eine oder andere von euch wird sie möglicherweise kennen. Das ist ein Wanderschuh, den kann man absolut als Klassiker empfehlen. Die sind nicht billig, gar nicht, ne? Und die sollten passen, denn Einlaufen ist bei solchen Stiefeln natürlich immer ein Thema und immer wichtig, aber was man im Hinterkopf behalten sollte, ist, das ist ein sehr fester Schuh. Ja? Der hat eine 100% nicht, also sogar nicht flexible Sohle, also nicht. Ja? Also wenn ich hier versuche, der Gesamtschuh, wenn ich jetzt hier diesen mache, seht ihr? Der gibt ein kleines bisschen nach, der Gesamtschuh, weil alles, was hier oberhalb der Sohle sitzt, hier hinten der Schaft, der hat noch eine gewisse Flexibilität. Aber die Sohle selber, wenn man versucht, die zu biegen, geht nicht. Ja, das geht auch wirklich nicht. Auch nicht, wenn man den Schuh anhat. Und damit handelt es sich hierbei um einen Stiefel der Kategorie Steigeisenfest C. Ja? Irgendein Hersteller, weiß nicht mehr welcher, ist auch nicht so wichtig, hat mal angefangen, Stiefel in, das habe ich schon mehrfach erzählt, aber ich habe schon lange nichts mehr über Stiefel erzählt, darum sage ich es nochmal schnell, in Stiefel in Kategorien einzuteilen, beziehungsweise Schuhe generell, nach der Steifigkeit der Sohle ist das im Wesentlichen. Das kannst du auch für Halbschuhe machen, nur haben dann die halt eben keine Knöchelprotektion, indem sie halt einen hohen Schaft haben. Ne? Aber theoretisch kannst du das auch für Halbschuhe machen. Es gibt A, das ist eine weiche Sohle, da merkst du dann schon, wenn du in der Landschaft rumläufst, wenn du auf irgendeinem steinigen Weg bist, spürst du jeden Stein. Du spürst ihn jetzt nicht im Sinne von, aua, 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 da ist ein Stein, aber du merkst, da ist einer. Du spürst ihn durch die Sohle. Die Sohle ist flexibel, die Sohle lässt sich verdrehen. Wenn man den Schuh jetzt so ein bisschen knautschen würde, dann merkt man wirklich, also die Sohle, die bietet natürlich einen Widerstand, aber es geht. Mit Kraft geht es. Ja, dann gibt es B-Schuhe. Die haben eine etwas stabilere Sohle. Man würde wahrscheinlich nicht mehr jeden kleinen Stein bemerken, aber größere Steine bemerkt man und ein bisschen gibt die Sohle noch nach. Das hier wäre ein BC-Mischstiefel. Das ist so irgendwo zwischen B und C, also schon ziemlich fest, aber noch mit einer gewissen, na, seht ihr, mit einer gewissen Flexibilität. Und man kann hier, wenn man drückt, schon noch ein bisschen Bewegung reinkriegen. Das ist gerade dann bei größerer Belastung, wenn man da wirklich auch mit dem gesamten Körpergewicht drin ist, dann reicht dieses bisschen Beweglichkeit für eine gewisse Flexibilität schon aus, trägt sich also anders, zu dem kommen wir später, als ein reiner C-Stiefel, weil die haben halt eine starre Sohle. Warum haben die eine starre Sohle? Weil es Situationen gibt, in denen man eine starre Sohle vielleicht ganz gerne haben möchte. Vielleicht, muss man ja nicht wollen, aber mag es Leute geben, die das mögen. Ich gehöre dazu. Erstens, nach einem langen Wandertag, insbesondere in anspruchsvollem Gelände, also wenn du auf der Straße unterwegs bist, bist du ein Depp, wenn du mit so einem Schuh rumrennst, ja? Das kann man mal machen, weil man gerade keinen anderen Schuh da hat, das ist bei mir häufig vorgekommen. Das kann man mal machen, weil man auch auf der Straße läuft, aber ins Gelände möchte. Aber eigentlich sind die wirklich nicht für ebenes, straßiges Gelände oder auch sonstiges einfaches Gelände wie eine simple Wiese, Fußballplatz, Strand, irgend sowas um den Dreh, sind die natürlich nicht gemacht. Da ermüdet der Fuß sehr, sehr schnell durch diese starre Sohle. Das macht wirklich schnell einen müden Fuß. Aber läuft man den ganzen Tag
in schwierigem Gelände rum, also wirklich schwierigem Gelände. Sehr schmale, steinige Bergpfade oder auch in der Region ganz ohne Pfade. Insbesondere wenn man sich gänzlich ohne Weg an Hängen im Wald bewegt, wo man im Prinzip sich nur dadurch gegen das Abrutschen sichern kann, indem man den Fuß mit der Kante, also jetzt hier wäre die Innenkante, ne, schön an den Hang stellt und so richtig in den Hang reinrammt, damit die Kante hier quasi so als Stollen fungiert, der sich richtig in den Hang gräbt und einen stabilisiert. Da ist es dann eben wichtig, beziehungsweise sehr hilfreich, wenn man das den ganzen Tag macht, wenn man eine starre Sohle hat, weil dann muss die Fußmuskulatur eben nicht die Spannung der Fußsohle aufrechterhalten. Oder wenn man beispielsweise in einer sehr steinigen Gegend unterwegs ist und tritt auf eine dünne Felsspitze, ja, also einen spitzen Fels, ja, und tritt da mit der Zehenspitze drauf, in so einem Schuh mit einer festen Sohle. Da kannst du 10 Minuten problemlos auf so einer ganz kleinen Felsspitze stehen bleiben, weil durch die starre Sohle verteilt sich das gesamte Körpergewicht durch die starre Sohle auf die Felsspitze, ohne dass die Fußmuskulatur das halten muss. Ja? Und das macht das im super schwierigen Gelände, spart man extrem viel Kraft für die Füße, extrem viel Anstrengung für die Fußsohle, dadurch, dass an beliebiger Stelle, wo man halt den Fuß absetzt, auch wenn es wirklich auf noch so uneben und so weiter und so fort ist, die Fußmuskulatur muss das nicht halten, die Sohle tut das. Die wirkt in der Hinsicht also unterstützend und je fester die Sohle, desto besser kann man sich damit, wenn man sich auch zum Beispiel irgendwo in den Schnee, so vereisten, harschen Schnee, wenn du dich damit da wirklich reinkickst mit der Ferse, zack, dann stehst du drin, ja, da stehst du. Und da rutscht du nicht. Und da kannst du dir dann auch sicher sein, dass du stehst. Oder du kickst dich mit der Spitze rein. Und dann stehst du auch. Und auch wenn du zum Beispiel jetzt bergauf gehst und der Hang ist steil und du kickst dich hier mit der Spitze rein und der Schnee an sich hält, dann kannst du halt auch wieder mit der Fußspitze an sich am Hang stehen, ohne dass dein Fuß hier die ganze Zeit diese Spannung aufrechterhalten muss durch die schwere Sohle, feste Sohle. Ja, das sind also so Vorteile. Darum ein Zehenspiefel. Ja, für Leute, die in wirklich schwierigen Gelände und das lange Zeit unterwegs sind, empfehle ich das schon. Ja, also ich persönlich würde bei solchen Situationen, wenn ich vorher die Auswahl habe, all meine Schuhe zur Verfügung zu haben, die hier entsprechend anziehen. Schon ist wirklich, wirklich angenehme Sache. Aber nochmal, Nachteil, das wird erkauft durch schnelles Ermüden der Füße in einfacherem Gelände. Und grundsätzlich ist das kein Stiefel, der dafür gemacht ist, meinetwegen 40, 50 Kilometer am Tag zurückzulegen, was ich sowieso nie können werde. Aber er ist vielleicht auch nicht unbedingt für 30 Kilometer ausgelegt, sondern halt mehr so für 20 oder 15 oder 10, je nach Gelände gibt es durchaus Touren auf dieser Welt, wo man 10 Kilometer am Tag macht und danach fix und alles und dafür 10 Stunden gebraucht hat. Das gibt es. Ja? Und in solchen Situationen kommt dann ein Zehstiefel durchaus zum Einsatz und hat da seine Daseinsberechtigung. Der Verrater ist dahingehend toll, weil er als Zehstiefel ansonsten vom Schaft her durchaus eine gewisse Flexibilität mitbringt. Als voller Zehstiefel, viele Leute glauben einem gar nicht, das sei ein Zehstiefel, die sehen normalerweise aus wie so ein, ja, wie ein Skischuh in Anführungszeichen, also komplett aus Hartschalenplastik gefühlt, so ein richtig hoher Schaft, so ein richtig massiver Stiefel, der pro Teil, glaube ich, 1, irgendwas Kilo wiegen kann, also so ein richtig schwerer Schuh. Ja, das sind die meisten Zehstiefel. Und der Ferrata ist eben meines Wissens der leichteste Zehstiefel, den ich zumindest jemals gesehen habe. Wir haben also alle Vorteile, die diese steife Sohle bietet, bei einen erheblich höheren Tragekomfort durch dann eben nicht ganz so steif im restlichen Stiefelbereich und vor allen Dingen ist er leicht für so einen Stiefel, ne? Vergleichsweise. Wirklich enorm leicht, der ist sogar als Zehstiefel leichter, und das gibt mir immer ein bisschen zu denken, als die hier, ne? Das sind die Camino, zu denen erzähle ich auch noch was von Lowa, aber der ist tatsächlich schwerer als der. Das gibt einem immer ein bisschen zu denken. Das sind tolle Schuhe, gar keine Frage. Aber warum ist der leichter? Da frage ich mich doch
was machen die hier, der eine Bruder, richtig, was der andere Bruder, die beiden ursprünglichen Gründer der Firma Hangwag und Lowa, das sind zwei Brüder, die bei ihrem Vater, Schuhmachermeister, das Schuhmacherhandwerk gelernt haben und dann jeweils eine separate Outdoor-Schuhfirma gegründet haben. Ich hoffe, sie mögen sich, weil sie sind ja direkter Konkurrenz. Na egal, jedenfalls frage ich mich wirklich, warum der so leicht ist. Eine mögliche Erklärung könnte daran liegen, dass er relativ wenig Leder verwendet. Ihr seht hier diese roten Beläge, das ist Leder. Ist schon auch irgendeine Form von echtem Leder, habe ich mir sagen lassen. Aber es hat keine Funktion. Es ist rein Deko-Leder sozusagen, damit der Schuh schön ausschaut und vielleicht noch ein bisschen zur Verfestigung, Versteifung, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Hauptmaterial ist dieses Graue, was durchaus auch mal teilweise ein bisschen rot anlaufen kann im Laufe der Jahre, Material. Und das ist ein Textil, mit Sicherheit keine Baumwolle, sondern eher irgendwas Kunstfaseriges. Da sitzt auch die Gore-Tex-Membran drin und dadurch sollte dann der Schuh im Wesentlichen aufgebaut sein. Und hier kann man auch auf der Seite sehen, das guckt auch überall raus. Das ist sehr, sehr abriebfest. Ich habe es noch nicht geschafft, diesen textilen Bereich hier irgendwo kaputt zu bekommen. Aber beim Lederbereich ist mir das bisher noch nicht gelungen, hier vorne am Schuh größtenteils Leder. Ja, Problem bei mir und meinen Füßen ist, dass ein Schuh nach viel Tragen dann irgendwann so aussieht, dass er hier solche, ja, ich sag mal Formen ausbildet, die man bei einem neu gekauften Schuh so natürlich nicht finden kann. Er war mir immer ein bisschen kurz. Ja, ich hatte den bewusst kurz gekauft, weil Schuh und ich, das ist eine lange Leidensgeschichte. Ich habe noch nie einen gefunden, der wirklich, wirklich perfekt passt. Das liegt aber nicht am Schuh, das liegt an meinem Fuß. Da kann kein Schuhhersteller irgendwie was dafür. Und in dem Fall wollte ich jetzt mal einen, der nicht hier eine Knickfalte bekommt. Oft kriegen meine Schuhe, das kann man hier auch schon so ansatzweise erkennen, da bekommen sie dann, seht ihr, eine Knickfalte. Das tut jetzt der Verrater nicht. Warum tut der Verrater das nicht? Na, weil der gar nicht knickt, weil der halt vollsteif ist. Wichtig übrigens bei vollsteifen Schuhen ist, ihr seht diese Sohle, die hat eine gewisse Möglichkeit, hier nach vorne abzurollen. Da ist eine gewisse Rundung drin, das ist wichtig, weil ohne diese Rundung könnte man mit dem Schuh, wenn man in der Ebene rumläuft, überhaupt nicht das normale, natürliche Abrollverhalten des Fußes ausführen. Dann würde man nur noch am Stapfen und ohne jedes Abrollen des Fußes rumlaufen können. Das wäre scheiße. Und darum ist das wichtig, dass sie hier halt immer eine gewisse Zip, 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 ein gewisses Spiel drin haben und die Sohle entsprechend angelegt ist. Ne? Das ist hier natürlich der Fall, das ist gar kein Thema. Gewöhnungsbedürftig, mit dem Zehstiefel rumzulaufen, nicht unmöglich, gar nicht. Und wenn man sich mal dran gewöhnt hat und wenn man ein paar Tage mit dem Teil unterwegs ist, dann ist das im schwierigen Gelände wirklich so luxuriös. Mir ist schon häufiger passiert auf Touren, wo ich einmal einen schweren Stiefel dabei hatte. Ich nehme auf längere Wildnistouren immer schwere Stiefel mit. In Zukunft vielleicht irgendwann mal auch was nicht ganz so Schweres, möglicherweise, kommt auf die Tour an. Aber bisher habe ich es jedenfalls immer so getan. Und ich habe einmal in der Mittagspause die Stiefel ausgezogen, habe dann noch Trekkingsandalen dabei gehabt, habe die Trekkingsandalen angezogen, wollte damit lediglich, naja, das, was man halt in der Pause so macht, neben Sitzen, Essen und Trinken, das wollte ich tun. Und dabei bin ich dann erfolgreich umgeknickt. Gefühlte 10 Meter, die ich dabei gelaufen bin, weil ich dann mal nicht mehr die Stiefel anhatte. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, den man natürlich im Hinterkopf behalten muss. Einerseits, der Stiefel verhindert garantiert, dass man umknickt, dass man sich den Knöchel bricht, verstaucht oder sonst irgendwas damit anstellt. Und er verhindert auch, beziehungsweise stabilisiert hervorragend wieder den Fuß,
wenn man sich sowas zugezogen hat, ja, weil man die Stiefel gerade nicht anhatte oder man hat sie halt daheim rumstehen und sollte man sich bei irgendeiner anderen Aktion den Fuß verletzen, kann man so einen Stiefel anziehen, Fuß derart stabilisiert, da kannst du dann fast wieder, je nachdem wie der Fuß verletzt ist, ne? Aber man, bei vielen Knöchel kaputt Situationen kann man, wenn man dann den Schuh wieder anzieht, ganz normal weiterlaufen, als wäre in Anführungszeichen nichts gewesen, einfach durch die stabilisierende Wirkung. Das kommt zum Preis, dass jedes Mal, wenn man diesen Schuh anhat, der Fuß verlernt, sein natürliches Abrollverhalten, seine natürliche feine muskuläre Struktur, sein natürliches passt sich dem Untergrund an. Also auf gut Deutsch alles, was unseren eigentlich technisch gesehen hochentwickelten Fuß, evolutionär, so außergewöhnlich macht und so anpassungsfähig und all die Vorteile, die Barfußläufer völlig zu Recht für sich beanspruchen, die sie hätten und dass sie sich mit den Füßen dann wohler fühlen und die Füße sich besser gut wohlfühlen und generell und alles, das glaube ich den Barfußläufern ja voll und ganz. Ich persönlich kriege das nicht auf die Reihe. Ich bin noch nie gern barfuß gelaufen, hat mir immer zu sehr weh getan. Wahrscheinlich ein Trainingseffekt, ich weiß es nicht, ich werde aber damit nicht mehr anfangen. Ganz ehrlich, so ein paar Sachen, ich verstehe, dass das gut ist. Ich habe großen Respekt vor jedem, der das macht. Ich kriege das nicht mehr auf die Reihe. Ja? Und das ist wirklich der Gipfel des, in Anführungszeichen, Fußeinsperrens, so ein Stiefel. Ja, Verletzungsrisiko ausgeschlossen, aber natürliche Entwicklung des aufrechten Ganges leider auch. In Anführungszeichen. Ja? Also muss man wissen, kann man mögen, kann Leben retten, kann wirklich praktisch sein, aber sollte man begrenzt einsetzen. Und ja, gut, zum Schuh an sich. Der hat hier unten so normale Ösen aus Textil. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist halt stinknormal. Dann kommt hier so ein lustiges Klemmhärkchen. Das hat eine Besonderheit, nämlich, wenn man das zumacht, dann bleibt das auch zu. Das heißt, im Detail, man kann den hier unten im unteren Bereich so fest anziehen, wie man lustig ist, so richtig mit Schmackes und dann klemmt man sich den Schnürsenkel hier mit den Klemmhaken ein und dann bleibt die Spannung da unten so, wie man es gerade angezogen hat. Dann kann man oben so locker schnüren, wie man möchte und hat dann quasi einen unten bombensicher am Fuß sitzenden, aber im Knöchelbereich locker geschnürten Schuh, wenn man das haben möchte. Ich habe diese Funktion hin und wieder mal genutzt beim Bergaufgehen. Da ist es dann ja nicht so wichtig, dass der Knöchel so wahnsinnig super fest sitzt. Beim Bergabgehen wäre es eher andersrum. Da möchte man ja den Knöchel vor allen Dingen beschützen. Und da ist es dann nicht so entscheidend, dass der unten allzu fest sitzt. Zumindest meine Erfahrung. Ja. Bisschen fest sollte er sitzen, sonst rutscht er nach vorne und stößt mit den Zehen beim Bergabgehen immer vorne an. Das ist bei diesem doch für mich eher kurzen Stiefel sowieso immer ein Thema gewesen. In letzter Zeit ist es immer mehr ein Thema geworden, weil mein Fuß ist irgendwie noch ein bisschen länger bzw. platter geworden im Laufe des Alters, in Anführungszeichen. Ja. Also natürlich, ich bin nicht 80, aber bin auch nicht mehr Anfang 20. Ja. Das merkt man dann schon auch irgendwie. Und im Fall von diesen Schuhen hat sich es eben dahingehend, hat sich wirklich mein Fuß so verändert, dass sie mir nicht mehr so gut passen. Ich kann sie schon mal noch eine Weile anziehen, aber eine lange Tour möchte ich damit nicht mehr machen. Aber daran ist der Schuh nicht schuld, sondern eben mein Fuß. Ja, also diese Klemmhakensystem, das ist wirklich was ganz Cooles. Und damit man das wieder aufbekommt, gibt es hier diese Lasche. Also die Idee ist natürlich, die sitzt unter der Schnürung. Und wenn man jetzt den Schuh schnell aufbekommen möchte, dann kann man die Lasche hier hochreißen und dabei geht die eingeklemmte Schnürsenkel hier von den Klemmhaken, geht dann meistens auch wieder ganz gut auf. Und dann kriegt man den Schuh auch zeitlich einigermaßen gut ausgezogen, ohne jetzt noch mit irgendeinem Werkzeug an den Haken rumbrechen zu müssen. Das kann einem allerdings, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Nachteil ist, das ist halt einfach so, kann einem passieren, wenn sie ganz verdreckt sind, dass man wirklich die Haken nur noch schlecht aufbekommt, oder kann einem passieren, wenn sie ganz vereist sind,
dass man die Haken sehr, sehr schlecht aufbekommt. Da muss man sich dann, da ist man auch dankbar für diese Hilfe und da muss man dann wirklich mit Gewalt dran zerren. Das hat sich bei mir bisher tatsächlich auch so geäußert, dass ich mir eingebildet hätte, ich hätte mal einen Teil hiervon losgerissen. Ich meinte, das sei mal irgendwo noch weitgehend woanders. Aha, ja, hier kann man es sehen. Guckt mal im Detail. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Na, da lässt schon, da ist der Faden deutlich sichtbar. Hier unten drunter. Und, ne, also da ist eine Abnutzung ist erkennbar. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist gar keine Kritik am Schuh an sich. Dann hat es hier noch so einen Haken, kann man ihn mit irgendwo aufhängen, wozu auch immer der zum Lasche anziehen gut sein soll. Futter ist nicht besonders warm, das ist ein Trekkingstiefel von der Konzeption her, kein Winterstiefel, also nicht besonders gefüttert. Man kann damit auch im Winter rumlaufen. Wenn man ihn groß genug hat, dass man zwei Paar Socken anziehen kann, wird es ein bisschen kuscheliger, wenn man nur ein Paar Socken anziehen kann. Dann muss man halt gucken, dass man in Bewegung bleibt. Wenn man lange Zeit irgendwo stehen bleibt bei Temperaturen, zweistelliger Minusbereich, kann ich aus Erfahrung sprechen, dann kriegt man kalte Füße. Ach, gar keine Frage, insbesondere wenn man damit auch im Schnee rumsteht. Die bekommt man dann. Geht trotzdem, ja, kann man machen. Und muss man halt wissen, muss man halt mit leben können. Hier hinten Steigeisenaufnahme, wirklich Steigeisen, nicht Leichtsteigeisen, nicht Spikes, die man noch irgendwie an den Schuh ranspannen kann, sondern Steigeisen, Steigeisen. Also wer tatsächlich auch Interesse an irgendwelchen Aktionen mit Eis, Gletscher und ähnlichem, nicht ohne Guide und nicht ohne entsprechende Erfahrung, nicht einfach drauflatschen, nur weil man sich irgendwo Steigeisen gekauft hat. Aber wer an sowas Interesse hat, für den sind die Ferrater dann sicherlich auch ein ganz toller Allround-Gebirgsschuh, die da in Frage kommen könnten. So, Sohle nach Wiederbesohlung. Ich weiß nicht mehr, ob das genauso ausschaut wie die Originalsohle. Ich bilde es mir fast ein. Ist natürlich Vibram. Das kostet auch entsprechend bei der Wiederbesohlung dann ein wenig. Und habe ich das überhaupt erzählt? Ich habe den Schuh mal wieder besohlen lassen. Und wenn man den wieder besohlen lässt, dann, das ist so circa notwendig, nach ungefähr, je nach Gelände, so 800 bis 1200 Kilometern, sowas um den Dreh. Und wenn man ihn wieder besohlen lässt, bekommt man erstens eine komplett frische Sohle, logischerweise. Zweitens, auch hier dieser Ansatzpunkt der Sohle, alles was man hier als Sohle ansprechen kann, wird ausgetauscht. Und drittens, der Steinschutzgummi, der hier um den Schuh verläuft, der wird auch ausgetauscht. Und dieser Geröllschutzrand, nenne ich ihn jetzt mal, der ist auch wirklich wichtig für einen Schuh, mit dem man im richtig schwierigen Gelände unterwegs sein möchte. Da braucht man auch diesen Gummirand, weil das, man schrappt häufiger, insbesondere mit der Schuhspitze, wirklich gegen irgendeinen Stein. Und dieses Gummi ist so massiv, da gibt nichts nach. Ja? Also das weist jetzt überhaupt keine nennenswerten Abnutzungserscheinungen. Das Neue, das Alte hatte so ganz langsam so erste Abnutzungserscheinungen. Da war hier und da mal ein Kratzer, hier und da ein kleiner Riss, nichts, was funktional schlimm gewesen wäre. Aber da hätte man einfach sagen können, gut, irgendwann wird das da kaputt gehen. Und da war die Sohle sowieso durch und jetzt habe ich wieder so ein neues, komplett festes, prima durchgeführtes Gummi wieder drumherum. Aber eben die Wiederbesohlung kostet 100 Euro. Das ist schon Geld. Der Schuh selber, keine Ahnung wie viel, 52, sowas um den Dreh, weiß ich nicht. Also nicht ein Schuh. Es gibt sogar zwei zum Preis von einem. Wenn der eine 52 kosten würde, würde man zwei den Preis von einem bekommen, tatsächlich, ja. Und ja, weitere Features fallen mir nicht ein. Nachteil, zumindest bei mir, die Wasserdichtigkeit hat nicht allzu lange gehalten, ehrlich gesagt. Das ist schade, das ist wirklich, wirklich schade. Ist ein Gore-Tex-Schuh, sollte also eigentlich guaranteed to keep you dry und so weiter und so fort sein. Ja, ich hatte schon Gore-Tex-Schlappen, die wirklich, wirklich lange wasserdicht geblieben sind. Ich hatte auch schon Gore-Tex-Schlappen, die sind ähnlich lange wasserdicht geblieben wie ein No-Name-Membranschuh mit wirklich irgendeiner Membran, von der man noch nie was gehört hat, weil sie halt günstig und auch sonst wo kommt. Die haben länger gehalten. Das habe ich auch schon erlebt. Also Gore-Tex bei Jacken habe ich nach wie vor immer tolle Erfahrungen gemacht. Auch bei Regenhosen nur tolle Erfahrungen mitgemacht.
bei Schuhen so langsam durchwachsen. Also wenn es den auch ohne Membran in Vollleder gäbe, den man mit Wachs einschmiert, damit er wasserdicht ist, dann würde ich ihn in Vollleder und mit Wachs einschmieren oder Fett oder mit was auch immer Version tatsächlich bevorzugen, weil auf diese Gore-Tex-Membran, irgendwo, ich will einen wasserdichten Schuh, das will ich, das ist mir wichtig persönlich, ich kann es nicht haben, mit nassen Füßen rumzulaufen, ich verstehe in dieser Hinsicht, ich persönlich nicht, wer das machen möchte, bitte, ja, aber da verstehe ich wirklich nicht die Leute, die mit leichten, nicht wasserdichten Schuhen rumrennen und bei schlechtem Wetter sofort nasse Füße haben und sagen, na und, das trocknet ja wieder, und den ganzen Tag mit nassen Füßen rumrennen und den ganzen Tag mit nassen Schuhen und das über Wochen, wenn es sein muss, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Andererseits, wenn du über Wochen bei Scheißwetter draußen bist, dann kann dein Schuh noch so wasserdicht sein, irgendwann hast du nasse Füße. Und so ein sofort Nassschuh ist halt auch schneller wieder trocken als so ein Stiefel, wo die Feuchtigkeit erstmal den ganzen Weg bis nach oben zurücklegen muss, um da wieder rauszukommen. Also ich persönlich nach wie vor, mir ist ein wasserdichter Schuh wichtig. Wer da anderer Meinung ist, darf das selbstverständlich gerne sein. Gibt mehrere Weltanschauungen, die in Ordnung sind. Nicht nur die eine und schon gar nicht meine. Ja, der Vollständigkeit halber, das hier ist der zweite. Der hat auch keine nennenswerten Abnutzungserscheinungen nach etwa 1300, 1400, 1500 Kilometern. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwo um den Dreh werden wir uns jetzt befinden. Und beide nicht mehr ganz dicht. Ja? Beide relativ resistent, aber von dicht kann wirklich nicht die Rede sein. Ich wüsste nicht, was ich da falsch gemacht habe mit der Membran, um die kaputt zu machen. Ich habe es einmal geschafft, einen Membranschuh, einen Gore-Tex, wirklich kaputt zu bekommen, weil mir irgendjemand erzählt hatte, das gilt für Lederstiefel. Da kann man das mal machen und muss man aber auch nicht unbedingt. Man müsse sie einwachsen. Dann bei 50 Grad, keine Ahnung, eine halbe Stunde im Backofen stellen, damit das Wachs schön einzieht. Und das ist bei einer Gore-Tex-Membran gar keine gute Idee, weil dann zieht das Wachs schön ein und zwar auch in die Poren der Membran. Dann ist die verstopft und dann mag der Schuh noch wasserdicht sein, aber von Atmungsaktivität ist dann überhaupt nichts mehr zu bekommen. Und ich habe auch das Gefühl, ich hätte den etwas zu heiß eingestellt, den Ofen. Ich neige zu der Theorie, dass viel, viel hilft und das ist mitunter gar nicht so wirklich klug. Und ja, damit meine ich mir auch schon mal ein paar Schuhe ruiniert zu haben und würde das Versagen der Membran da auf mein Fehlverhalten zurückführen. Mit denen habe ich aber nie irgendwas Böses angestellt und die sind trotzdem nicht mehr ganz dicht. Also sie halten lange, aber sie sind nicht mehr dicht und das stört, das macht den Spaß bei der Sache schon ein bisschen meh, ne? Klar, du bist da immer noch Bergziege mit, ja? Und du kommst immer noch wunderbar im steinigen Gelände vorwärts, gar keine Frage. Ich habe keine Ahnung, ob Hanwag meine Videos guckt. An sich großartiger Schuh, ja, auch von der handwerklichen Verarbeitung und allem Pipapo, alles super. Und wenn ich zu blöd bin, andere dumme Größen zu kaufen, ist das ja mein Problem, da könnt ihr nichts dafür. Aber das mit der Membran, ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe oder ob es generell einfach an meinen Füßen oder an der Wahl der falschen Größe liegt, aber die Membran sollte doch, wenn der Rest vom Schuh noch intakt ist, doch eigentlich auch noch irgendwie sich mit anschmiegen an meine seltsame Fußform. Ich verstehe das nicht. Ne? Gut, ja, das war's. Also absolut eine Empfehlung. Vielleicht ist das mit der Wasserdichtigkeit nur bei mir ein Problem. Es gibt sicherlich auch Leute, die berichten, die sind noch dicht und die haben sie schon sehr lange. Das gibt's garantiert. Kann ich beschwören, dass es das gibt. Und so macht halt jeder seine eigenen Erfahrungen. Man muss da immer dazu sagen, das wird gerne vergessen, wenn du eine Internet-Gear-Review bekommst, dann handelt es sich, wenn der Reviewende ein Privatmann ist, um eine Meinung von zwei Füßen in zwei individuellen Schuhen, die nicht zwingend in jeder absolut Tupfeigenschaft ganz genau gleich sein müssen wie jedes andere Modell davon. Ein gewisses Maß an Handarbeit steckt in so einem hochpreisigen Schuh noch drin. Und wo immer Hände am Arbeiten sind, machen sie selten zweimal exakt genau dasselbe. Bei zwei Paar Dingen, die sie herstellen, drum, Ergebnisse können variieren. Und insbesondere, wenn noch ein anderer Fuß mit anderen Ansprüchen und im anderen Terrain sich anders bewegt. Doch, das wär's gewesen
zu den Hanwag Ferrata. Sind ihr Geld wert? Ja. Das mit der Membran, also würde ich nochmal welche kaufen und da wäre die Membran wieder undicht, dann wäre ich angepisst. Ja. So ist es halt so. Ja. Macht's gut.